Willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart Wii. Wir haben noch ein paar Cups vor uns, naja, viele sind es nicht mehr, eine Handvoll. Und diese wollen wir jetzt auch meistern. Wir nehmen mal, ich glaube, Bu hat es noch nicht, glaube ich, den nehmen wir jetzt mal. Hoffe, dass wir noch nichts hatten, was hatten der für nice Dinger? Nehme ich das mal, das sieht ja ganz korrekt aus. Und ja, wir hatten ja diese Cups schon gehabt, inklusive den Stern-Cup. Heute kommt der Platt-Cup. Dann bleiben uns ja nur noch der Special-Cup und der, der noch nicht freigeschaltet ist, für die letzten beiden Parte. Platt-Cup mit D von den DS, der glühheiße Wüste, von Game Boy Advance, die Bowser's Festung 3, von N64 Donkey Kong's Jungle Park, und von den GCN GameCube, Nintendo GameCube, glaube ich, wenn man sich alles täuscht, Marios Piste. Bin gespannt, wir werden es jetzt sehen. Und ich muss jetzt mit dem Sound mal ein bisschen leiser stellen, wunderbar. Wir brauchen auch gleich ein bisschen mehr. So, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut. Ist mal wieder Zeit für Betrugsspiel. Und zwar so richtig Betrugsspiel hier. Shit, ich muss erst wieder reinkommen. Das ist jetzt nämlich so ein paar Tage, dass ich das nicht mehr gespielt, nachdem ich bei der Aufnahme dessen beendet hatte. Ich muss nämlich erst mal jetzt wieder reinkommen in den ganzen Spaß. Also das Driften soll richtig am Arsch sein mit dem Ding. Werden wir gleich vermutlich auch sehen, ob dem tatsächlich so ist oder nicht. Es ist irgendwie automatisch driften hier. Funktioniert mal, mal funktioniert es nicht. Also was mit driften abgeht, bin ich noch nicht schlau geworden aus dem Spiel. Ah, shit hier. Ja. Ja, ne? Das ist so ein Betrug hier. Zuerst der Wumms-Block, dann die Reds, Blue-Cell und dann auch noch ein schöner Blitz. Also der Betrug, der ist jetzt wieder da, weil es regt mich in dem Spiel nicht darüber auf. Da würde ich mich in diesem Spiel jetzt noch anfangen, mich ernsthaft über den Betrug aufzuregen. Dann würde ich morgen auch noch da sitzen und mich über den Betrug aufregen. Weil der gibt's, das ist in dem Spiel nämlich erst eine kranke Nummer. Und denkt dran, Leute, ich bin 50er CCM Raum. Wie ist der ganze Bastard bitte schon erst ein 150er? Und die zweite Blue-Cell. Bis Helma wieder mit. Wie viele das sind. Weiß nicht, so viel da irgendwie, keine Ahnung, die hat da mal Blitze gezählt. Also, wenn hier gerade irgendwie ein fleißiger Zuschauer ist, einfach mal sehen, wie viel Plus halt ein bisschen laufe, von dem ein paar treffen werden. Und die Lösung in die Kommentare schreiben. Unter allen richtigen Lösungen verlose ich 1,50 Euro. Nee, aber das ist echt krass hier, was hier abgeht mit den ganzen Plus Hells und Starkness Tod. Also, da habe ich Respekt vor 150er Raum, werde aber ein Versu-Rennen. Versu-Rennen Part im 150er Raum machen noch ganz am Ende. Also, ich glaube, das ist jetzt der Part 6 hier. Also, es sind ja 8 Grand Prix, also 8 Parte. Dann müsste ich will nicht so viel anderes zum Spiel noch zeigen, weil mir geht es eigentlich so um die Grand Prix. Ich mache einen 9. Part, wo ich die anderen Modis kurz zeige. Und dann Silence und dann 10. Abschlusspart. Werde ich dann, oder vielleicht mal auch nur 9, auf jeden Fall werde ich dann zum Schluss nochmal ein Part machen, wo ich einfach Rennen im 150er Raum fahre und ein bisschen halt nur beschweren werde und gestern werde. Kommt zum Schluss, kannst du erst drauf freuen. Das ist soweit mein Plan. Dauert dann nicht mehr lang. Ich meine, den Part kommt jetzt am Sonntag raus, Montag, die heißt entweder Mittwoch oder Donnerstag, je nachdem, kommt halt dann der letzte Part on. Falls irgendwer wirklich kein Hobby hat, kann auch mal sehen, wie viele rote Panzer misstreffen. Aber das sind oder werden vermutlich in der Runde noch deutlich mehr. Also, das braucht so ein bisschen mehr Arbeit. I would say.
Machen wir nun aber gleich erstmal das nächste Rennen, schauen, ob uns das vielleicht mehr liegt. Oh na, Bowsers Festung, es habt die. Das kann ich halt noch so ähnlich von dem 3DS. Und ich hasse es so hardcore. Ich hasse es wirklich so hardcore krass, ihr könnt es mir nicht glauben. Die ist halt eine der ätzendsten, also. Alter, mein Entriften, das heißt, es ist immer Buhu. Ist das eine sehr unnötige und behinderte und schlimme, schlechte, whatever Map, die beinahe den kompletten Raids für heute ausgerast eingeführt hätte, aber zum Glück nur beinahe, weil ich dachte, ich wollte es in die Lava fallen wegen das heiße, bin ich aber zum Glück nicht. Okay, auf Erde sollte man nicht kommen, weil da wird man, oh Wunder, langsamer und das wäre erst ein bisschen der Vorgänger vom Fliegen. Und schon wieder ein roter Panzer hier. Das wird da hier erst noch lustig. Keine Ahnung, wie oft der jetzt noch auf mich zukommt. Doch komm, ey, dieses Mini. Alles klar. Dieser. So, ich habe das zweite oder dritte Blitz, in dem mir das alles täuscht. Ein bisschen erzählt es auch mir zu einfache Sachen wie Blitz oder sowas geht ja. Ja, beim Panzer ging einfach irgendwo hinten ins Kosovo. Oh mein Gott. Kosovo. So, jetzt bin ich wieder meinem verdienten ersten Platz mit meinem Panzerwagen. Die Krone habe ich ja eh schon auf. Und mal wieder eine Erstlerbaum. Beweis des Hödes. Ich glaube, inzwischen sind wir mal 3, dann ist das alles toll. Ich glaube, dass wir bei 4 sind. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nicht mehr bei der ersten, wo sowas normal wäre. Für diesen CCM-Raum. Ich frage mich, wie viel ab beim 150er dann irgendwie so. Keine Ahnung, so 10 Stück auf einmal kommen oder was da. Jetzt war direkt so hart der Ausrast mal wieder, so hart kurz davor. So, das ist erst die zweite von. Von 3 Runden. Heißt, einmal werde ich mich hier noch durch die Menge schlagen müssen. Nächste Runde. So. Also, ich freue mich, dass ich richtig auf Markatur. Da zum ersten ist, by the way, im nächsten oder was heißt ja übernächsten Part noch mal ein bisschen genauer drüber gehen, weil das erscheint ja spätestens im März. Ist ja in Bayern das nächste Mal Projekt, was kommt. Also, ich habe davor nichts vorzubringen. Also, ist das fuck. Bringen halt ja nicht. Also, beides erscheint Mario Kart Tour. Also März wahrscheinlich. Und dann. Digga, das ist ein schöner Betrug hier. Und dann bringe es irgendwann so Mai so rum, will ich den Gameboy, den Gamecube-Teil bringen irgendwie. Ich habe ja nur noch eigentlich Gamecube und Gameboy und das sind halt die kompliziertesten. Und Mario, und da fällt mir auch noch den Mario Kart 8 Story, also die ganzen Groppies vom 8er. Weil der ist die Reihe komplett. Oder? Weil die erste Teil habe ich, 3, die erste Teil habe ich, mir fällt eigentlich nur noch Gamecube und Gameboy, wenn ich drüber nachdenke. Werden kommen. Die ist ja noch. Yay, bin wieder Erster geworden. Das ist tatsächlich eine längere, mit 4 Minuten, die geht hier, das ist eine längere Strecke. Ich bin mal gespannt, wer ist das nächste kommen, ne? Oh, Donkey Kong Jungle Park. Die ist neu. Also, nein. Kann ich mir den 80 offen wissen, aber kann mir das nur mal dran erinnern. Ja, den 80 habe ich auch gespielt. Ne, bleibt tatsächlich damals nur noch Gamecube und Gameboy-Teil, die fehlen, ne?
halt der neue Marker total, aber den bringen sie erst am Release dann schon. Release ist echt nicht mehr und das ist ganz nice eigentlich. Vergeht dann schnell. Aber es ist mal eine Reihe komplett hier auf meinem Channel. Und der Sound, vor allem beim GameCube-Teil und Gameboy-Teil, wie ich den ganzen Spaß dagegen auch aufnehme. Aber da wird sich ja, das ist halt nicht eine gute Lösung finden. Ja, GameCube gibt es dann ja mit Controller. Und weil es GameCube und Gameboy-Spiele muss halt auf dem Emulator machen, hilft alles nichts. Und mal schauen, wann ich welchen mache. Einen möchte ich im Sommer machen, was eigentlich so rum, und den anderen im Winter. Wobei ich diesen Sommer auch noch mehr GameCube-Spiele bringen möchte, wie zum Beispiel dieses Asara-Projekt möchte ich definitiv Super Mario Sunshine machen. Aber ich habe einiges Cooles vor, was dieser kommt, was ich halt 100 Jahren bringen wollte. Aber dieser vereinfacht gesagt einfach mal bringen werde. Weil ich dieser wirklich relativ zügig neue Projekte machen will, alte abschließe, damit sie halt mal vorangeht auf meinem Channel und nicht hier dauernd nichts Großes vorangeht. Ich hau jetzt alle mal Bananen rein. Diese kleinen und mal wieder eine erste Bombe. Wie schön. Also diesen Automatik-Driften merkt es zwar kaum was, aber Kopf hoch. Ja, ich habe vor dem Part natürlich gar kein großes Thema so überlegt. Ich wollte es eigentlich zuerst, aber keine Ahnung, habe es irgendwie sein gelassen. Aber ich meine, wir reden da gerade ein bisschen über die Mario Kart-Historie so. Also wir nicht weiterreden. Kommende Mario Kart Let's Plays und da haben wir eben den Game Boy und GameCube Teil, der noch fehlt. Und viel mehr haben wir ja eigentlich dann gar nicht mehr tatsächlich, wie gesagt. Weil, ja, Mario Kart 8 fällt halt noch ein bisschen so, aber sonst glaube ich nicht, dass noch irgendein Teil fehlt, ne? Das ist ganz praktisch. Geh gerade gedanklich nochmal durch, daher das kommt der SNES-Teil. Da ist irgendwie nochmal ein Part oder so, den mag ich nochmal von vorne. Also das haben wir SNES, fehlt uns noch. Nach SNES kam GameCube, der Teil fehlt mir noch. Dann N64 habe ich. Dann, also Game Boy meine ich. Game Boy fehlt mir auch noch. Genauso GameCube. DS habe ich. Mario Kart 7 für 3DS habe ich. Mario Kart 4 habe ich. Let's Play. Mario Kart 8 fehlt mir noch. Habe ich nur online bis jetzt. Mario Kart 8 Deluxe habe ich online und erkennen. Ja, ihr seht, fällt eins nur noch SNES, Game Boy und GameCube und die kommen, wie gesagt, alle dieses Jahr. SNES habe ich mal ein Part gebracht, aber dann irgendwie auch sein gelassen, keine Ahnung, kein Bock, kein Mal. Weiß gar nicht, weshalb eigentlich, aber irgendwie ist dann ein noch zu voll gehabt, von, kommt aber dieses Jahr. Was sei denn sogar lustiger, mehr Spieler-Stream. Bei diesen S und da haben wir mal wieder eine, so hart kurz vor dem Ziel. Krank, was da an erster Bomben kommt. Und es war wirklich krank. So, auf geht's in das letzte Rennen von dem Part. Ich bin gespannt. Let's go into the last round. Das letzte Rennen kann beginnen. Die kennst du zumindest von Sonntag her, auch von Lu. Oh, ich glaube, sonst hat es ein bisschen verändert. Oh, dieser Behinderte. Ja, da ist eigentlich nur Sonntag Gleis geblieben. Der Rest hat es mehr oder weniger komplett verändert. War gleich so in neueren Teilen. Auch mal schön, so eine schöne Piste zu spielen. Die spielt halt direkt im Pilzkönigkreis. Das ist sehr schön. Die mag ich, glaube ich, echt gern. Ja, dieser S-Toll hier. Das wäre jetzt der neue Teil, wirklich eine von meinen Lieblingsstrecken, die ich dauernd spielen würde.
Warte mal, gerade wie ist das auch definitiv meine Lieblingsstrecke. Die fällt mir erst das Hirn so. Alles im Pilzkörnerkreis, alles toll, bla. Schöne Strecke. Da hinten sind die Bäume aus Kirby. Schön Sonntag so von dieser Strecke. Ganz nice. Ich fahre die Strecke überhaupt so im Pilzkönigkreis mit Schloss und Pilz und allem. Sehr schön, es ist eine sehr schöne Strecke, gefällt mir gut. So, da schicken wir da mal ein Red Cell hin, eine Red Cell. Wunderbar. Hoffen wir, die kommt gut an. Ja, komm, das ist jetzt. Ist so richtig unnötig hier. Ich wette so hart, dass gleich wieder eine Blue Cell kommt, die mich auseinandernimmt. Es wird halt so hardcore hart. Ja, Hauptsache, es fahrt er erstmal rein. Dummes Kind, David, lern mal fahren. Ja, aber ich glaube, hier wird es auch erst da. Müsste sehr viel Pest passieren. Dass das jetzt nicht mehr klappt, so kurz vor einem Ziel. War mir so klar, dass jetzt noch so eine beschissene Blue Cell kommt. Kurz davor ist mir alles übergeigen. Gut. Hat er eigentlich erst noch geschafft. Wunderbar. Das haben wir doch gut gemacht. Und mit dem schönen Outro bedanke ich mich ganz herzlich beim Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao!